Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. U auf der Wii U. Und heute machen wir weiter in den Kandisminen Level 4, dunkle Blockade. Im letzten Part haben wir ja den meiner Meinung nach schwersten Boom Boom im Spiel bekämpft. Nach dem dritten Versuch oder so war es endlich erfolgreich. Und, oh, wo kommt die Fledermaus daher? Okay, das war jetzt nicht der geschickteste Sprung. Aber jetzt haben wir sie. Egal. Okay. Auf jeden Fall, wir haben Boom Boom besiegt. Sind von Fledermäusen eben überfallen worden. Ich glaube, ich war nicht so der Fan von diesem Level. Ja, will nicht die Leiter hochklettern. Echt jetzt? Na super. Mario verweigert zu springen. Egal. Versuchen wir es nochmal. Bleibt uns ja wohl auch nichts anderes übrig, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte oder muss. Boah, warum kommen die so weiter runter? Echt, die Fledermäuse, die hegen mich jetzt echt auf. Ja, auf jeden Fall, ich wollte sagen. Dass in Zukunft von diesem Spiel vermutlich etwas weniger Folgen kommen als bisher. Denn ich habe ja jetzt mit Splatoon 2 ein neues Hauptprojekt, auf das ich mich erstmal hauptsächlich konzentrieren möchte. Und dann startet ja noch Mario Kart Wii. Und nächste Woche, wie es aussieht, starten ein paar Together-Projekte. Als ob. Echt, diese Fledermäuse nerven gerade richtig. Bleib fern von der Fledermaus. Ah, wenn ich ehrlich bin, wundert es mich, dass wir da rein konnten. Oh nö, nicht die. Ja, aber es war leichter als gedacht, immerhin. Okay, jetzt müssen wir nur noch, in Anführungsstrichen, überleben. Okay, aber normalerweise dürfte jetzt der nächste Checkpoint auch nicht mehr so weit sein. Und jetzt kommen halt auch noch die Bomben ins Spiel, die uns auch noch schwerer machen wollen. Was sie auch hier schaffen. Und wir haben auch das erste Mal wirklich mal so eine richtige Feuerblume. Den Schalter aktivieren wir. Besser gleich wieder. Ich glaube, wir brauchen die hier irgendwo. Ja. Echt jetzt? Ich dachte, ich muss den erst zerbrechen. Naja, dann halt nicht. Aber was ist hier? Also mein Gefühl sagt, wir wollen nicht diese Blöcke zerbrechen, sondern eher die Kiste da drüben. Ein One-Up. Weg mit dir. Aber nicht die erhoffte Sternmünze. Na gut, müssen wir weitermachen. Gut, dass ich hier eine Feuerblume hatte. Sonst, na, gegen solche Brüder schaue ich ja eigentlich immer schlecht aus. Vor allem gegen die Hammer und Boomerang. Die Eisbrüder sind meiner Meinung nach noch die einfachsten zum Besiegen. Okay. Nächste Sternmünze, beziehungsweise auch die letzte. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich sie angesammelt habe, ohne einen Treffer zu kassieren. Und wir haben es hinter uns. Oh yeah, Mario Time. Also dafür, dass ich gedacht habe, da werde ich mich jetzt richtig anstellen, ging's
Relativ schnell. Ich schätze, wir haben jetzt so ungefähr 5 Minuten gebraucht. Das One-Up-Haus lassen wir mal wieder liegen, brauchen wir nicht. Wir gehen ins fünfte Level stattdessen. Ballett der Piranha-Pflanzen. Wenn man ja auf die Karte schaut, hätte ich eigentlich so ein Level wie das hier mehr erwartet bei der beim vorherigen Level, denn da war so eine Plattform, auf der wo ich jetzt gerade stand, auf der Weltenkarte. Da muss man ein Spielchen mit dem Panzer machen. Und wir haben's. Und wir wollen auf jeden Fall, denke ich, diese Superarche behalten. Auf jeden Fall. Denn ich glaube, es gibt eine Sternmünze hier irgendwo. Da oben. Nur bei irgendeiner Lücke. Und dafür brauchen. Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Aber mit ist es auf jeden Fall viel einfacher zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist ohne. Nee, wir brauchen auch eine. Ah ja, diese Stelle ist ja perfekt ausgelegt für diese Pi-Eicheln oder was auch immer das ist. Die wir bisher noch gar nicht verwendet haben. Sollten wir mal spätestens in der nächsten Welt mal verwenden, denke ich. Boah. Wir wollen sie immer noch nicht verlieren, die Eichel. Aus dem Grund. Und dann geben sie dir auch noch eine Eisblume hier. Echt jetzt? Ja, ich habe mich erst gefragt, ob ich mich hier runterwagen soll. Aber, naja, wir haben es geschafft. Aber dennoch, das war eigentlich riskant. Wirf halt deinen Eisball. Boah. Okay, das dachte ich mir irgendwie. Sieht auch vom Felsen ja ein bisschen so aus. Ja, aber was bringt das? Schnell raus hier. Okay, wetten. Es gibt hier noch einen Geheimausgang. Wie viel? Vielleicht hier drinnen? Wer weiß. Schauen wir mal. Würde mich nicht wundern. Ja, und hier haben wir unseren Geheimausgang. Ich frage mich bloß, was, der hier bringen soll für uns. Das würde mich echt interessieren. Ah ja, es nur da, um für diesen Schalter wetten. Ja. Dennoch, wir müssen auch den normalen Ausgang nehmen. Und zwar nicht nur für das 100% Erreichen des Spiels, sondern auch um den blauen Schalter dort zu erreichen. Versuchen wir es mal mit dem bisschen Speed, aber nur ein bisschen, denn das war jetzt schon extrem langsam hier. Was machst du denn? Oh, du bist so dumm. Klasse gemacht.
Oh, ich dachte schon, das schaffe ich nicht. Das wäre ärgerlich gewesen. Naja, aber wir konnten jetzt einfach auch nur... Wir konnten jetzt Sonic spielen, einfach durchlaufen, denn wir haben ja alle Sternmünzen auch schon gehabt. Okay, ich habe mir jetzt noch überlegt, wir gehen doch noch in das letzte Level für diesen Part. Für einen Extra-Turm. Und ich weiß, dieses Level ist nicht einfach. Deswegen hoffe ich mal, dass wir jetzt hier nicht zu lange brauchen. Okay, hier müssen wir in die Blöcke aktivieren, das ist relativ klar. Damit wir in diese Höhe können, mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Echt, man kann einen Wandsprung von dem Ding machen. So einfach geht es. Nicht mal Applaus für mich? Schade. Da habe ich mir jetzt mehr erhofft, Spiel. Naja, aber um den Applaus soll es uns jetzt auch nicht gehen. Wir wollen jetzt hier weitermachen, dass wir auch ohne uns wirklich aufzuhalten in den nächsten paar Minuten dieses Level noch abschließen können. Und hier sind diese Sumo-Brüder, oder wie sie heißen. Boah. Echt jetzt, da ist sogar was drin. Oh, und dass ich hier nicht getoastet worden bin, wundert mich. Haha. Ah, ich habe mir schon gehofft, dass ich es erreichen kann, so. Aber das ist nicht der vorhergesehene Weg. Weg mit dir. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, bis jetzt läuft es ganz gut. Und was passiert dann? So ein dummer Fehler. Hey, ich hab da mal alle bekommen, ein Wunder. Ich nehme jetzt echt die Zeit und friere sie alle ein. Die können mir ja sonst Ärger machen. Okay, jetzt können wir durch, oder? Boah. Aber jetzt haben wir ihn. Okay, jetzt fehlt uns nur noch eine Münze. Vielleicht ist sie hier oben. Ich glaube sogar, da oben war irgendwas. Okay, jetzt machen sie sich immer verdächtiger mit ihren Blöcken. Hier ist nicht mal einer. Komisch. Ja, da ist sie. Gut. Ich dachte schon, wir haben die verpasst. Okay, jetzt nur noch bitte eine Feuerblume. Danke. Und wir gehen in die Tür mit einer übrigen Zeit von 222 Sekunden. Und dieser Boss ist echt nicht einfach für Mario-Verhältnisse und auch etwas lästig, kann man sagen. Ich gehe hier gern defensiver ran. Wenn ich weiß, ich komme nicht heran, dann mache ich es nochmal.
Okay, wir haben ihn schon zweimal. Das überrascht mich ein bisschen. Seit wann ist der so einfach? Na gut, ich denke, ich habe ihm immer viel mehr Spiele haben lassen als jetzt. Und deswegen ging das hier viel schneller als normal. Keine Chance hattest du jetzt. Okay, es sieht so aus, als hätten wir nur noch zwei Level übrig. Die werden wir dann hoffentlich im nächsten Part machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren für mehr nicht vergessen. Danke und tschüss, bis bald. Tschüss.